Im Kapitel 14 von Markus beginnt schon die sogenannte Passionsgeschichte, die Geschichte vom Tod und der Auferstehung von Jesus. Sie beginnt damit, dass sich ein paar Leute gegen Jesus verschwören, ihn umbringen wollen, sich dann auch Judas Iskariot ihnen anschließt, also er kriegt Geld dafür angeboten, Jesus zu verraten. Und danach gehen wir einfach direkt in die Passionsgeschichte rein und die seht ihr wieder jetzt komplett als Bibelcartoon. Ich habe hier keine extra Markus-Fassung tatsächlich gemacht, sondern eine Fassung versucht zu kreieren, die die wichtigsten Aspekte von allen Evangelien mit beinhaltet. Also seht es mir also nach, dass hier einige Sachen jetzt dabei sein werden, die in Markus vielleicht nicht so erwähnt werden. Und vielleicht auch ein paar Details, die in Markus erwähnt werden, hier fehlen. Aber es wird wohl eher der Fall sein, dass die Passionsgeschichte, die ihr jetzt als Bibelcartoon seht, etwas ausführlicher ist als die Passionsgeschichte, wie wir sie im Markus lesen. Jesus wollte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passafest feiern. Das Passafest ist das wichtigste jüdische Jahresfest und wird mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Fest vorzubereiten. Sie sollten dafür einem Mann folgen, den sie auf dem Weg trafen. Den Besitzer des Hauses, in das er ging, sollten sie bitten, seine Räume zu nutzen. Das funktionierte auch. Als Jesus mit seinen Jüngern beim Passa-Abendmahl saß, nahm er einen Eimer und begann jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Petrus wollte das nicht, weil es eigentlich üblich war, dass ein Angestellter seinem Chef die Füße wusch, aber nicht ein Lehrer seinen Schülern. Jesus erklärte ihm: Ihr sollt genau so miteinander umgehen, wie ich gerade mit euch umgehe. Keiner soll sich wichtig machen. Nein, helft euch gegenseitig. Seid jederzeit bereit, anderen Gutes zu tun, auch wenn es sich um erniedrigende Dinge handelt. Danach nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Er gab jedem der Jünger ein Stück davon und sagte: Dieses Brot steht für meinen Körper, den ich für euch geben werde. Esst alle davon. Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn herum und sagte: Dieser Wein steht für mein Blut, das fließen muss, damit eure Schuld vergeben werden kann. Trinkt alle davon. Feiert dieses Abendmahl regelmäßig und erinnert euch immer daran, dass ich euch durch meinen Tod befreit habe und ihr ein neues Leben haben könnt. Dann wurde Jesus traurig. Leider wird einer von euch mich an meine Feinde ausliefern. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen: Wer von uns könnte denn so etwas Bösartiges tun? Petrus sprang sogar direkt auf und sagte zu Jesus: Nein, niemals! Ich würde sogar für dich sterben! Petrus, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht einmal zu kennen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und warnte ihn auch vor seiner Tat. Aber Judas hatte es sich schon so fest in den Kopf gesetzt, Jesus zu verraten. Das Geld, was er für den Verrat bekam, war ihm mehr wert als seine Freundschaft zu Jesus. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park, um zu beten. Im Park, der Gethsemane oder Ölberg hieß, angekommen, versammelte Jesus seine Freunde, die Jünger, und bat sie: Diese Zeit wird sehr schwer für mich. Bitte bleibt mit mir wach und betet, dass ihr diese schwere Zeit übersteht. Dann ging er ein Stück von ihnen weg, um allein mit Gott zu reden. Er betete sehr intensiv: Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das, was mir bevorsteht, nicht erleiden. Ich will aber tun, was du möchtest, und nicht, was ich möchte. Jesus hatte so große Angst und betete so intensiv, dass er Schweiß und Blut schwitzte. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Er weckte sie auf: Warum schlaft ihr? Ihr müsst jetzt wach bleiben und beten, dass ihr das, was kommt, übersteht. Da kam Judas schon mit einer Gruppe von bewaffneten Männern dazu. Er ging zu Jesus und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das war das Zeichen für die Leute, die Judas mitgebracht hatte, wen sie festnehmen sollten. Jetzt verstanden auch die Jünger, was hier passierte. Und einer von ihnen ging sofort mit einem Messer auf einen der Männer los, die Jesus festnehmen wollten.
Er schnitt ihm ein Ohr ab, aber Jesus stoppte ihn. Hör auf! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt sterben. Jesus heilte sofort das Ohr des Mannes. Dann fragte er, warum habt ihr mich nicht am Tag verhaftet? Ich war doch jederzeit in aller Öffentlichkeit sichtbar und habe zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt ist eure Zeit, die Zeit, in der die Finsternis herrscht. Die Jünger waren inzwischen alle vor lauter Angst weggelaufen und Jesus wurde weggebracht, um verhört zu werden. Die Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und fragten, »Na, du Allwissender, wer hat dich geschlagen?« Petrus war ihnen heimlich gefolgt und beobachtete alles aus sicherer Entfernung. Da sprach ihn eine Frau an, »Du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs.« »Nein, sie müssen mich verwechseln.« »Klar, du bist doch auch einer von denen, die er Jünger nannte.« »Quatsch, ich habe den Mann noch nie gesehen.« »Dich habe ich doch auch bei ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht.« In diesem Moment ging die Sonne auf. Da erinnerte sich Petrus, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hatte. Er ging traurig weg und weinte sehr. Die obersten religiösen Leiter des jüdischen Volkes befragten Jesus. »Bist du der Retter, den uns Gott geschickt hat?« »Ja, der bin ich.« Da wurden sie wütend, weil er sich selbst als genauso wichtig wie Gott sah und brachten ihn zum zuständigen römischen Richter Pilatus.